Beispiel Kaiserwetter. Warte ich nicht auf 10 Cent, weil nehme ich das Spiel. Ist auf dem M-Motion drauf. My Top Game Nummer 493. Kaiserwetter. Scheiß Name, aber egal. Oh, da fliegt die Sonne ja vorbei. Die bleibt dann stehen und dann kommt da so eine Art Multiplikator und dann geht das richtig zusammen. Aber mehr habe ich selber auch noch nicht gesehen. Ich spiele aber jetzt ganz bewusst 10 Cent, weil ich kann da nicht alle Möglichkeiten da erfahren, beziehungsweise Features, die der Spieler zur Verfügung gibt. Also. Fliegt dann immer rein zufällig vorbei, ne? Das ist so. Und so aus das Spiel. M-Motion wird dann halt nach oben weg. Ja. Für die Leute, die es noch nicht kennen, wie gesagt, My Top Game Nummer 493. Der 439er Spieler heißt Kaiserwetter. Ja. Auf den M-Motion. Ich gar nicht spielen und werde ich da erstmal einen kleinen Wechsel vornehmen. Schon lustig aus, ne? Ich finde, das ist ein bisschen traurig für die neuen Spiele irgendwie. Wir sind jetzt insgesamt auf dem M-Motion. Ich glaube, 3 oder 4 neue Spiele habe ich entdeckt. Finde ich schon irgendwie ein bisschen langweilig. Ich habe von Paul, also von draußen, mal ein bisschen mehr erwartet. Zumal es ist ja hier auch, das ist ein Spiel hier von Kaiserspiel, das ist auch eine Firma von ADP. Also, ist ein bisschen lasch, ne? Vernünftigen Features oder irgendwie Bonus, keine Ahnung, ist einfach zack, fliegt schon wieder vorbei. Einfach lasch, ne? Weil ich letztes Mal, als ich im Starten Casino war, fand ich, waren die Spiele abwechslungsreicher, die wieder angeboten wurden. Und das heißt ein bisschen ausgelöscht. Ist jetzt ja nichts. Schreiben, alle sind da. Mein Gott, der Theaterleiter, wer braucht er? Oh, zieh ich, ne? So. Aber schicke Musik, muss ich ja sagen.
lustig gemacht mit der Sonne, wenn die da anfliegt, aber bald alter Faktor eher. Noch einen Moment, ich muss mal schauen. Ich habe ne, die nehmen wir gleich. Eher langweilig. Passiert ja auch zwischendurch gar nichts. Ne? Nur wenn die Sonne da mal reinfliegt, dann ist es eigentlich ein Totlauf. Symbole finde ich auch eher langweilig. Also mit der Sonne, wenn die vorbeifliegt, finde ich cool gemacht, aber ganz also der Rest finde ich irgendwie langweilig. Hat jetzt hier durch 15, 16 Spiele ohne Gewinn. Ne? Nicht gerade prickeln. Ne? Ja. Hat er 10 Euro durch fast ohne Gewinn. Jetzt ist er vorbei. Machen wir nochmal 14 Euro. Schon wohl geil, ne, Leute. Dann haben wir 15. Dann beenden wir dieses Spektakel mal. Das geht da mal auf. Augenklebs. Auch noch Versorgs, mein Cocktail Nummer 484 geht dann wahrscheinlich aber nur an dem M-Burschen, weil die ja total angespielt geht, da haben wir mal ein Gase. Finde ich von der Optik her auch eher langweilig, aber naja. Das ist ja jetzt selber entscheiden. Da brauchen wir wohl 3 Pizzen, dass man einen ewigen Spieler bekommt. Ja. Da muss man überraschen lassen. Hat auch wieder so runter. Ohne Emotion, ne? Oh, das ist eben geil. Nichts passiert.
gesehen. Hat er gesehen. Ja Leute, damit kann man keinen Zocker halten. Ne? Ist so unattraktiv. Eure Kommentare sind natürlich dazu gefragt. Gerät sieht schick aus, aber die anderen Spiele hier draußen sind alles alte Spiele. Nichts Neues. Auf dem ganzen neuen Automat sind ca. 6 oder 7 neue Spiele drauf. Weil die anderen waren auch schon vorher drauf. Und ja, das sind also die neuen Spiele, die ich jetzt gerade gefunden habe bei My Top Game Level. Waren 3 Stück. Echt trocken. Erste Ruhe gewinnen. Pizza Express. Ah. Nee, da wollte ich gar nicht drauf, sorry. Das ist ein Spiel nochmal. Da wollte ich eigentlich mal drauf, ganz interessant gemacht. Aber ist auch schon ein bisschen älter. Princess of the Dead. Da geht gleich dem Ende zu und ja, wieder nach oben. Starkes Spiel, gut gemacht von der Grafik, von der Animation, muss man ganz ehrlich sagen. Solche Spiele hätte ich mir viel mehr gewünscht. Das, was ihr gerade gesehen habt, war im Grunde genommen das, was neu war, nicht vergleichbar mit dem Spiel. Unterbrechung. Also beim Totenschädel stoppt er immer auf und würde dann noch weitergehen, indem man die einzelnen Bonus oder oben vorne macht. So wie jetzt. Und dann halt oben diese Totenschädel dann voll machen. Dann spielt man dann praktisch über alle Linien. Ansonsten klappt das wieder zu. Werde ich demnächst mal öfters ein paar Videos von drehen.
finde ich schon interessant. Aber verlängert auch nicht gerne. Tja, hab euch da mal so ein paar neue Spiele vom M-Motion vorgestellt und kommentiert das mal, ob euch das gefallen hat oder doch so enttäuscht war wie ich selber. Man hat da so viel, so Riesiges erwartet, aber leider Gottes ist dem nicht so. Geschweige denn für einen Gewinn. Und? Ja, nee, geht am Ende zu. Nee, ich habe ja gerade mal ein paar neue Spiele getestet, war grausam. Grausam. Ja, ja, schön. Wir meinen jetzt auch die Fliege, Alter, ne? Weil der kann mich ja direkt mitnehmen. Hast du gehört? Ach, willst du abhauen? Ja, ja. Ist echt? Ja, ja. Wir haben schon gleich wieder erfuhren. Ja gut, dann ist nicht schlimm. Ist doch super. Ja, ja. Okay Leute, das war's mal wieder. Wir sehen uns in alter Frische und ciao. Wizards Gold, kennt ihr wahrscheinlich schon aus anderen Videos. Knattert da vor sich hin. Jeder selber sieht nicht rosig aus und man testet immer noch gewisse Spiele so durch, wenn man so ein bisschen was gewinnen kann, aber muss auch sagen, mein Top Game Preis sieht auch schlecht aus. Auch das Wechseln der Spiele bringt früher wieder mal so, da sind die Features am wenigsten reingekommen. Wenn man gewechselt hat, ist das auch ein bisschen alles problematisch, ne? Nichts mit Goldklumpen. Scheißklumpen, aber kein Goldklumpen. Ganze Zeit so ein Kloster mal, wahrscheinlich kommt er von den Automaten her. Morgen Termin beim HNO-Arzt. HNO-Arzt und ja. Da bleibt man schon alles im Rachen hier stecken, ne? Im Lieselauf.
Jetzt ein bisschen länger als alle anderen Spiele, aber ist auch bedingt dadurch, dass er mal nachratscht. Also wirklich tut sich hier auch nichts. Was ist denn Zauberer hinten und der bringt eigentlich viel? Die ersten drei Walzen eigentlich zu sehen. Ja. Jetzt. Ja, scheiß Klumpen. Letzte Chance? Natürlich nicht. Ja, egal. Hauptsache Latte Macchiato schmeckt gut. Da ist es beschissen. Keine Minzzwiebeln. Boah, noch zwei Umdrehungen, noch zwei Euro drauf und war es das wahrscheinlich auch schon. Ja, so sieht's aus. Ne? Dann geiert man ja auf 10, 12, 15 rum, wenn die Automaten nicht schmeißen und dann ist halt Ende im Gelände. Das sind die sogenannten Hochspieler, die immer alle erzählen, ja, wie hoch spielen muss die Eier nicht alle auf 5 und 10 Cent rum. Tja. Aber ist auch logisch. Was soll man dann halt machen, wenn man dann irgendwie Geld verspielt hat und dann bleibt man ja halt keine andere Wahl. Ne? Aber da war mir auch schon klar, der Automat, der lief ja sowieso schon beschissen. Ah, ich meine eigentlich 20 Euro, dann ist schon Ende. Wenn die geben wollen, dann machen die schon am Anfang auf und... Spaß damit und wir sehen uns auf der Frische. Ciao! Willkommen bei Popcorn TV, bin Money Maker unterwegs wie immer und ja, immer ein bisschen auf Kleinier oben eiern. Ja, den einen oder anderen interessieren sollte, der kann sich das immer anschauen, ein Elend. Und er man denkt immer, die Geräte werden gefährlich auf hohen Ansitzen, aber man sieht, bei 20 Cent passiert auch nicht viel. Hast du ja vergeigt? Was? Hast du da vergeigt? Ich sehe ihn, das Elend gehört.
Ja? Aber wir haben uns auch schon mal vorgehabt, aber auf 10 Cent. So gibt es tatsächlich, dass sie mal reinkommen alle. Ja. Eine Schlafsession hier. Gepackt? Ja. Schön. Was hat denn ein Scheiß hier? Was müssen wir dafür bewegen für so einen Dreck? Mann, hier hat auch der Tasten über nächster freier Knall natürlich auch drauf. Na Leute, geht wohl zu Ende auch. Und wollen wir sehen. Lass mich da mal da dran picken. Lass mich gleich mal da dran. Ich komm gleich. Ja, die kann, du wirst dich gleich wundern. Der Popcorn macht das auch extrem lang da hinten. Das ist ein schmutziger Wammer. Ist doch nicht zu glauben, ehrlich. Die Dreckskarre hier einmal bis 20 Euro und dann ist sofort Feierabend, ey. Drecksleiche am Arsch hier, ey. Spielen wir mal den alten Part wie immer weiter. Mein Lieblingsspiel, Forbidden Princess. Ja.
Pah, was ein Bild, ey. Schämig, was, ey. Nee. Der Totalschaden ist vorprogrammiert. Auch doch nicht mehr so wie früher das Spiel. So zählt er ja gar nicht nach oben, ne. Und? Das war's wohl. Ja. Schön. Super Abgang. Ja, heute habt ihr gerade mal gesehen, wie lange dann man mit 10 Euro überleben kann. Das war's mal wieder. Wir sehen uns in alter Frische und schönen Abend noch. Das ist scheiße. Das ist Part 6748. Tisona süchtig, Tisona Viren und was weiß ich. Ansteckende Tisona Virus. Boah, ist der bitter. Ja, das ist. La Paloma, ne? Ja, jetzt kommt das Schwert noch rein. Ganz hinten knallt der jetzt gnadenlos rein. Na, guck mal. Die Reise geht weiter. Ja, stimmt, ganz in Ruhe, ne? Nee. Ja. Nee. 4,35 Euro, ey. Verschob mich mit diesem Schmutzlauf. Ich. Ja, meinst du denn? Und du kriegst da 300 Euro drauf? Ja, warte mal. Ich hab ein Problem, Digga. Starte mal den Schrott hier. Gut. Ja? Frag doch nie, wie er aussieht. Du weißt doch, wie der Schweinekram hier läuft. Beschissen wie immer, Mann. Guck mal, kein einziges Mal. Läuft, ey. Oh, ist das Spiel runtergedreht worden, ey. Ja. Du spielst den Scheiß immer noch. Ja, ich bin da geil drauf. Ich lieb den Schmutz. Und sonst wäre ich nicht. Morgen, wenn ich einmal Tisona sehen sollte, schmeiß ich den Aschenbecher rein. Ja, ja. Den Scheiß nicht mehr sehen, ey. Oh, guck mal, knallt das da so gnadenlos. Guck mal, hast du den Pistenbuchstaben, weißt du, wo sind die Vierer kommen, die erst. Das ist auch wieder asozial, so was, ey. Nein, das ist doch noch reale Gewalt, ey.
das ist so asozial, ne? Oh. Doppeltes Schwert, ey. Ist das so ja, wieder vom Bildschirm weg, Alter. Spiegel, ja. Ja? Weiß ich ja. Ja, weiß ich nicht. Das ist nicht schlimm. Komm jetzt. Nein. Der bleibt nicht im Game. Der bleibt nicht im Game, Digga. Mein Gott, Alter. Guck dir die Schmutze mal an. Du hast aber auch Pech, Alter. Boah, hast du wieder geduscht am Morgen, ey. So, jetzt geht der Popcorn nochmal an die Front. Und ich habe Probleme hier mit meinem Kabel, mit dem Ladekabel. Und deswegen werde ich jetzt wieder ausgegangen. Und was sind denn so, Digga? Ich bin da raus, ey. Und guck mal, der Verleckerschen hier anbietet. Verleckerschen. Verleckerschen. Jetzt könnt ihr abspritzen. Dreck. Oh. Na komm, Digga. Das Buchstaben. Hä? Schmutziger Köttel da. Guck mal hier, okay, echt ein Problem.